Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Livestream am Freitag, den 13. Was gibt es da Besseres als Horror? Und wir spielen eine Demo als erstes. Ich habe im Zweifel noch ein zweites Spiel. Und zwar We Harvest Shadows. Das klang sehr interessant. Das sah auch auf Steam sehr interessant aus. Deswegen wollte ich mir das auch mal angucken. Und weil es natürlich Horror wird. Hallo. Deswegen mit Care. Hey, da macht einfach jemand meine Tür zu. Oder stellt sich in die Tür, ich weiß es nicht. Es ist oder soll ein Farming-Simulator in der Art sein, aber mit Horror. Ich bin gespannt, wir machen mal ein neues Spiel. Ich habe bis jetzt nur in die Optionen ein bisschen geguckt. Musste es ja auch in OBS hinterlegen, mehr hatte ich nicht gemacht. Kaffee. Es ist natürlich komplett auf Englisch, weil those eyes. Oh, doch nicht. That demonic face in the rearview mirror. That's when it all started. Ich hätte gedacht, das ist auf Englisch komplett, aber dann ist ja gut. It was the morning after everything went down. I didn't have anyone anymore. I got into my mom's old truck to drive back to New York like I always do. But something happened that I can't explain. I saw my exit, turned on the blinker, and drove right past it. Tschüss! It sounds crazy, but I physically could not turn the wheel. So I drove for 4 hours straight. I was in a rush to nowhere. So I drove, empty-headed and exhausted. Schön. That's when I saw it. It felt like the only right thing to happen to me in years. All I wanted was to walk down that path, lock the gate, and leave everyone behind. It would cost me everything Tschüss. I had, but I needed solitude. Wie groß ist denn hier das? Oh, So I bought hätte ich mir Schild angucken sollen? I did lock the gate, and I did throw away the key, as hard as I could. Was? Warum? I started laughing out of sheer joy. When was the last time that I laughed? I couldn't believe I was actually doing it. I was finally ready to forget it all and be forgotten. Also eigentlich müsste der Schlüssel hier drüben irgendwo liegen. We Harvest Shadows Demo. Eigentlich müsste der Schlüssel irgendwo da an dem Baum liegen. Ich hab den voll hart weit weggeworfen. Okay. You made me a promise, Garrett. In our backyard garden, when you were little. Do you remember? It's probably not what you expected, but I'm gonna keep that promise, Mom. Was haben wir Mami denn versprochen? Oh nein, habe ich begrenzte Ausdauer? Das ist ja kacke. Wie groß ist unser Stück Land, das wir gekauft haben? Und natürlich, kaum habe ich Aufnahme oder Stream zu laufen, muss der Hals wieder rumzicken. Sonst geht's dem gut. Tag 1. Der unsichtbare Wanderer. Alright, Garrett. Today's the day. You're gonna leave the house. Hold your applause, everyone. But where did I put that to-do list? If I can find hier. In all this garbage. Mein Tagebuch. Woran ich denken muss. Jeden Tag meine To-Do-Liste überprüfen. Nicht vergessen, Werkzeuge zu verwenden. Es sollten einige im Haus herumliegen und ich kann weitere aus dem Versandkatalog kaufen. Rechtzeitig zu Bett gehen. Diese Wälder lassen es mir kalt den Rücken hinablaufen. Dinge in den Anhänger legen, um sie zu verkaufen. Baumstämme sind ein paar Cent wert, aber Tomaten und Hühner sind viel wertvoller. Mein Endziel sollte es sein, das Gewehr zu kaufen, aber ich werde für einige Tage meiner To-Do-Liste folgen, um etwas Geld zu sparen. Wie schön, wie sich da das mit der Taschenlampe reinschleicht. Das ist jetzt der Rest meines Lebens. Für immer allein auf die bestmögliche Weise. Allerdings habe ich einen Brief abgeschickt, nachdem ich diesen Ort gekauft hatte. Er ist der Einzige, der meine Adresse hat. Ich frage mich, wann er hierher kommen wird. Wer ist er? Wenn man Husten zu lange zurückhält, ist das nicht sehr angenehm. Meine To-Do-Liste ist noch nicht abgearbeitet. Ja, warte, F für die Taschenlampe. So, ich habe die Taschenlampe, okay. To-Do-Liste, sieh das? Mein Notizblock. Puh.
To-Do-Liste. Deine To-Do-Liste ist wichtig. Drücke Tab, um deine Aufgaben zu sehen. Es gibt kein Zeitlimit für die Erledigung von Aufgaben, also lass dir Zeit. Aufgaben, die mit Sternchen markiert sind, sind erforderlich, um die Geschichte voranzutreiben. Du kannst auch dein Geld und wichtige Gegenstände am unteren Rand des Notizblocks sehen. Okay. Tab. Now, time for the greatest dopamine release possible. Cleaning your room and scratching it off your to-do list. Kaufe eine Gießkanne und gieße 6 Tomatenpflanzen. Muss ich die wegpacken? Ah, okay. Macht Sinn. Mal alles hier mitnehmen. Sieht ja schrecklich aus hier oben. Und hier habe ich geschlafen? Da löst sich schon die Tapete von der Wand. Mach doch wenigstens das ordentlich. Oder eben den Müll halt weg. This is heavier than it looks. Das glaube ich dir. Schön, schöne Aussicht. Sag ich jetzt noch. Ich dachte, ich vergesse, dass das ein Horrorspiel ist. Ich schlafe hier oben in so einem offenen Raum? Da ist der Horror auf jeden Fall schon mal. Merkwürdiges Bild. Überprüfen. Ein unheimliches Gemälde. I don't remember this being here. Das Gemälde. Behalte das geheimnisvolle Gemälde im Flur im Auge. Es verändert sich auf subtile und manchmal auch nicht so subtile Weise, um deinen mentalen Zustand anzuzeigen und dich vor Gefahren zu warnen. Je furchterregender das Gemälde ist, desto größer ist die Gefahr, in der du dich befindest. Toll. Richtig toll. Das ist genau das, was ich brauche. Ein Gemälde, das mir anzeigt, wie gut es meiner Psyche geht. Wie. So, wo ist mein Auto? Ey, Mann, wo ist mein Auto? Ich soll das in den Anhänger werfen. Da ist der Anhänger. Man, it's pretty here. Not a soul for miles. Wow. I should have done this years ago. Okay, that wasn't bad. Maybe I can get these tomatoes watered and then I'll be done. Oh, eine Axt. Now this should come in handy. Warte mal. Ah! Shop bestöbern. Die Gießkanne kostet $1 und ich habe 1,50. Kaufen? Muss ich die irgendwo auffüllen oder ist die schon... Muss ich die auffüllen oder ist die schon? Okay, die ist schon. So, ich kann schlafen gehen. Ich kann mich aber auch umgucken. Ah, mit der 1 wechsle ich. It wasn't a lot, but it was something. Mit der Axt? I better get to bed. One day down, eternity to go. Ich will Mechanismen herausfinden. Und noch ist Tag. Okay. Okay, ich kann springen. Aber egal wie hoch ich springe, ich komme nicht über den Zaun. Okay. Was ist das da? Eine Landmarkierung wahrscheinlich. Ob wir da noch hinkommen? Ein Feuerturm? Eine Scheune? Ein Silo? Und was auch immer das da ist. I'll need a better axe. Besides, okay. I'm not ready to venture out yet. Ich kann also den Zaun kaputt machen, wenn ich will. Mit einer besseren Axt. Naja, dann komm, wir haben noch Zeit. Ein bisschen Geld noch zusammensammeln hier. Wie viel kann ich nehmen? 2. Oh, jetzt bin ich aber auch langsam. 2. Oh je. Ah, zauberhafter Kuchen, hallo. Sehr nice am Merch, den du trägst. Ja. Fledermäuse sind gruselig, dachte ich mir. Und Vampire auch. Deswegen musste es das sein. Ich habe auch eine tolle neue Tasse. Die ist aber kein offizieller Merch. Die habe ich mir über Rossmann selber bedrucken lassen. So. Geld, Geld, Geld. Ist das also richtig, dass 2 Baumstämme $1 sind? Das ist ja nice. Sind das Dollar hier? Ich glaube schon. Passend spooky und für den Anlass, würde ich sagen. Ja, siehst du? Sag ich doch. Ich bin ganz doll gruselig angezogen. Das zählt als Verkauf bei dem einen, ne? Der leuchtet auch nicht mehr. Ich glaube, das muss hier nur drauf landen, damit es zählt.
Wenn ich die fertig habe, gehe ich ins Bett. Ich glaube, das reicht dann. Erstmal. Wobei natürlich die Frage ist, wie viel brauche ich für die bessere Axt? Manchmal muss man sich den Merch selber machen lassen, wenn man nicht genug findet. Das ist richtig. Und manchmal gibt es auch einfach das, was man gerne hätte, eben gar nicht. Zumindest dann nicht in der Art. Dann kriegt man von dem Charakter, den man gerne hätte, nur irgendwelche komischen Shibi-Motive oder so, die man alle nicht so pralle findet. Und muss sich halt selbst was suchen. Ich will mal kurz gucken, wie viel Geld habe ich jetzt? $8,50, ich bin reich. Harke. Pflanze Samen in deinem Garten, du brauchst allerdings Samen. Ich habe keine Samen. Grashaken. Das ist kein Grashaken, das ist eine Sense. Stelle Gras in deinem Garten, aber leider keine Büsche. Axt Level 2 brauche ich 15 für. Gießkanne Level 2 brauche ich 20. Oh, Medizin. Wirklich beim Tragen von schweren Gegenständen 50% schneller. Kahn, Tomatensamen, Baubuch, Hühnerbausatz. Ich warte mal ab, was ich... Das habe ich schon verkauft. Ich warte mal ab, was ich als nächstes tun muss. Es sieht auf jeden Fall echt gut aus. Aber ich freue mich schon drauf, wenn die Vollversion rauskommt. Wieso steht hier eigentlich ein Napf? Kriegen wir ein Haustier? Dass das kein Haustier ist, sah gerade da so aus für mich, aber nein. Okay, Tür zu. Was sagt dieses Bild? Ich glaube nicht, Jim. Aber das Bild sagt, mir geht's gut. Glaube ich. Es sieht aus wie vorher. Ach doch, das sieht aus wie vorher. Warte, wo ging die Tür jetzt auf? Wo, da. Erst gucke ich mich in der Küche um. Moment, Geist. Ich will mir mal meine Küche angucken. Hier liegt noch was. Karte der Looks like it's missing some pages. Alter. Die ist riesig. Rufe deine Karte auf, indem du Q gedrückt hältst, aber du musst erst die Aussichtstürme besuchen, bevor sie nützlich ist. Wenn du alle Gegenstände an einem bestimmten Ort gefunden hast, wird ein Häkchen hinzugefügt. Es gibt keine Wegpunktmarkierung im Spiel. Also solltest du langsam machen, deine Karte studieren und deinen nächsten Schritt genau planen. Ja, vielleicht spiele ich die Vollversion doch nicht. Wir sind also in C2. Ja, kannst du das wegpacken? Wie? Gut, hab ich jetzt eigentlich. Oh Gott, es wird dunkel. Ja, ich gehe nicht ins Bad. Es wird dunkel, ich gehe schlafen. Ganz schnell schlafen. Schlafi, schlafi. Tag 2. Ja, als es eben hieß, dass es keine Wegpunktmarkierung gibt, dachte ich mir, da würde ich mich direkt verirren. Ja, ich mich auch. Es ist noch so dunkel. Hä, es sagte Tag 2, warum ist es so dunkel? Okay, das ist... Ah. Nein, ich will meine To-Do-Liste. Sammle 10 Tomaten, kaufe das Baubuch, baue einen Hühnerstall. Das muss ich alles heute erledigen? Das ist... Ah! Was? Das habe ich aber nicht aufgemacht. Wer war hier drin? Was? Warte. Was? Das Bild sieht okay aus. Ich komme auch hier hinten raus, ne? Ja. Geht schneller. Huh? Hallo? Sie sind hier auf Privatgrund? Lassen Sie das Reh in Ruhe, das gehört mir. Wow. You remind me of someone, girl. Ja, bestimmt. An Bambi. Oder auch nicht. Gehe ich mit dir mit? Gehen wir hey, zusammen? You gonna keep up or what? Ja, I'm sorry, I just can't get over this view. Ja. I can't believe you've never crossed the bridge before. Yeah, ja. But why leave downtown anyway? To come see me, obviously. Hm. Of course. Good point. Da ist ein Reh auf der Straße. Ah, pass auf, Reh! Is that a deer? How did she even get here?
Leon gives you space. You've gotta help it. Ganz ruhig, Mädchen. Ganz ruhig. Kann ich dich streicheln? It's okay. It's okay. Okay, wir brauchen Geld. Let's get you home. Ich habe Story of Seasons irgendwie Claire, anders in Erinnerung. Story of was? Do you ever think about me? Das Spiel sagt mir nichts. Like I think about you. Do you ever wonder where I am? Ich habe Ausdauer, sehe ich gerade. Wieso habe ich denn Ausdauer? Matter. Oh, meine Tomaten sind fertig. That's all you're good for. Meine Tomaten sind fertig. Das Spiel ist laut auf meinen Ohren. Ah, Harvest Moon habe ich nie gespielt. Harvest Moon habe ich aber zumindest schon mal gehört, aber nie gespielt. So, warte mal. Tomaten. Ah, ich habe direkt eine Kiste. Cool. Dachte jetzt, ich trage die in den Händen. Ja. Wie viel kriege ich für die? Boah, die Kiste ist schwer, ich bin langsam. Ich sehe es übrigens schon kommen. Wenn ich an irgendeinem Tag mehr zu tun habe und länger hier draußen unterwegs bin, dann kriege ich so schon Hallus hier im Wald wahrscheinlich. So, Werkzeuge. Nicht Werkzeuge, Haus, Farm. Das Baubuch soll ich kaufen? Okay, you got this. Just follow the instructions, bro. Schaltet Hühnergegenstände im Baubuch frei. Hühnergegenstände? Was sind Hühnergegenstände? Vogelscheuchenbausatz. Die sieht gruselig aus. Bewässerungsbausatz. Okay, Hühnerstall. Hühnerstall B. Viehzucht. Huhn. Nein. Gebäude. Hühnerstall. Wo darf ich dich hinsetzen? Ich will den nicht so weit nach hinten bauen, ehrlich gesagt. Es ist nur die Demo. Ich hätte das gern alles... Huch. So. Und jetzt noch Hühner, ja? Aber kann ich mir noch Hühner leisten? Ich habe anscheinend noch 11 Dollar. Huhn. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Halt! Komm schon, da konnte ich es doch gerade, glaube ich. Wieso kann ich das hier? So. Hunis! Ah. Na dann. Liebet und mehret euch. Macht Eier. Ich brauche noch mehr Holz. Ich brauche Geld. Ich brauche eine bessere Axt. Huni. Wo ist das andere Huni? Egal, das wird schon hier sein. Okay, im Chat ist noch nichts Neues. Ich weiß noch nicht, ob das gut oder schlecht ist, wenn der Chat mich ablenkt. Aber egal. Mein Hals, ey. Warum wird der denn nicht besser mal so langsam? Warum sind hier so viele Krähen unterwegs? Gibt's ja nicht. Soll ich mal hier vorne gucken, wo die... Wieso schwimmen die hier vorne rum? Nee, okay, das war wahrscheinlich nur die eine. Schnauzekrähe! So unfreundlich. Huch! Schau mal. Muss ich noch eine Vogelscheuche vielleicht kaufen? Dafür brauche ich 10 Dollar. Die kostet echt Asche. Gucken, hoffentlich geht das Hühnerhaus nicht kaputt. Guck einfach, wenn es passiert, hier rein. Alles gut, kein Stress. Wenn ich vorher wüsste, wann was passiert, könnte ich das tun. Aber ich bin kein Hellseher. Nein, der eine Stamm rollt weg. Okay, er rollt nicht weg. Ich muss die Tomaten noch gießen, ne? Ich habe geerntet, aber nicht gegossen. Oder habe ich gegossen?
Nein, ich habe sie nicht gegossen. Wenn sie tropfen, sind sie, glaube ich, gegossen. Meine Axt rausholen. Man weiß ja nie, wann man sie braucht. Die Tage sind hier echt kurz, ne? Der schon verkauft. Legt ihr Eier? Mädels, wenn ihr Eier legt, macht mal ein bisschen schneller. Ich glaube, es wird dunkel. Okay, keine Ahnung. Ich gehe rein. Ja, ja. Da ist ja auch noch eine Tür. It's rusted ja. Shut. Ist vielleicht besser, wenn der Keller zu ist. Hier. Nein. How about, die Tür öffnet sich da hinten nicht? Ich war noch nicht im Badezimmer, ne? Ist das Fenster auf? Warum? Ha. Huh. Ich kann im Klo spülen. Nein. How about no? Ich geh schlafen. Ach, der Schrank. Kann ich ihn zumachen? Kann ich. Schlafen. Das Bild verändert sich. Ich weiß nicht, was Gruseliges in dem Spiel passieren wird, aber ich hätte ja schon fast die Hühner mit nach Hause genommen. I guess I'll take a quick look outside. Was? Warum? Was ist das für ein Geräusch? Warum soll ich... Nein! Warum? Ich will nicht raus. Ich bin mutig. Ich will nicht raus. Ich glaube, mir geht's ganz schlecht. Bin ich sicher? Bin ich nicht sicher? Ich habe eine Axt. Kannst mir gar nichts. Bevor ich rausgehe. Ja, hallo. Oh. Scone9, danke für den Follow. Gott, der hat mich jetzt gerade erwischt. Bist du das? Machst du dieses Geräusch? Okay. Warum? Kannst du das bitte sein lassen? Schuschu! Schuschu! Schu! Schuschu! Ja, Kuchen, was kann so Schlimmes passieren, außer jemand, der mir auf dem rechten Ohr hey sagt? Come on, Garrett, get a grip. Ja. Warnung! Die einsamen Nächte können dich vernichten. Die Nachtstunden im Wald können besonders gefährlich sein. Du kannst die Nacht meiden, indem du deine To-Do-Liste abarbeitest und früh zu Bett gehst. Du kannst auch dein Haus reinigen und deinen Bauernhof ausbauen. Je größer dein Hof wird, desto mehr bist du vor gefährlichen Heimsuchungen geschützt. Ach, jetzt darf ich dann auch weiter aufräumen, ja? Ich konnte ja vorher nichts weiter aufräumen. You're a grown-ass adult, Garrett. There's no one out here. Go and look around if you're so scared, you baby. What? Darf ich den bitte ausmachen? Oh Gott, ich kann mich auch umhören. Ich würde ihn gern ausmachen. Aber ich kann nicht. Ist das eigentlich meine Hütte? Ihhh! Ja, ich wollte ja schlafen, aber ich durfte ja nicht. So nervig, wenn die Nachbarn ihre Waldgeräusche zählt, die auch volle Pulle anhaben. Und das mitten im Wald. So, die nicht genug Naturgeräusche hier haben. I don't feel as alone as I used to. Wish that wasn't the case. Aber auch Hühner. Ist das Bild wieder? Das Bild ist wieder normal. Die Tür ist zu. Es ist auch sonst nichts zu sehen. So, warte mal, wie war das? Aufräumen, ja? Ich würde gern aufräumen. Was kann ich machen? Kaufe eine bessere Axt, erkunde das Innere der Scheune.
würde gern aufräumen. Es hieß, ich kann aufräumen. Kann ich wohl nicht. So, weiteres. Ne, ich lass hier mal auf. Unis! Für dann muss ich euch aber nicht, ne? Ah ja. Alter, 3 Stück? Fleißig, fleißig. Fleißig, fleißig. 5 Eier? An einem Tag? $2! Mädels, ihr seid spitze. Macht weiter so. Ich sollte die Tomaten eigentlich von hinten anfangen, weil die Kiste mich langsam macht, wenn sie voll ist. Okay, ich brauche also die bessere... Nico? Warte mal, Süße. Wo willst du hin? Oh, ich kann sie streicheln. Oh, du bist so süß. Du siehst ein bisschen desinteressiert aus, aber das ist egal. Where'd you come from, little guy? I think I have a food bowl on the porch for you. Ich muss dich streicheln für mein Seelenheil. Das ist wichtig. Dafür ist die Schüssel also. Füllen. Ja. Jetzt kannst du futtern gehen. Futter ist da. Sie schnurrt. Nein, ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich brauche Geld. Ich muss meine Tomaten gießen. Aber die ist ja süß. Oh. Dafür ist der Balken da unten rechts. Okay. Was? Alte Häuser machen Geräusche. Ich weiß das. Ich bin ja nicht doof. Kann ich das hier in der Küche füllen? Ich will nicht ins Bad. Refilling. Ist ja eigentlich sonst alle Fenster zu? Oder zumindest hier unten. Gut. Schließen. Wir kriegen bald ein Problem mit den Bäumen. Ne? Hier hinten stehen bald keine mehr. Kacke. Wählen wir mal den hier. Wenn ich den auf den Anhänger gefällt kriege, zählt das direkt? Ja, nice. Zeckbahn. Ah, die werden wegrollen. Egal. Komm. Heute? Ja, ich muss die bessere Axt kaufen. Scheiße. Und die Scheune da abholen, okay. Ja? I think I'm ready to venture out beyond the fence now. Let's see what's out there. Jetzt ist nur die Frage, will ich das überhaupt? Wow, this is incredible. This will be perfect for cattle. Klettern.
Natürlich ist hier nichts. War ja klar. Was bist du? Spülkanne? Mit diesen seltenen Gegenständen kannst du nicht nur die besten Gegenstände im Katalogshop kaufen, sondern du brauchst sie auch, um das Spiel abzuschließen. Halte bei deiner Erkundung Ausschau nach ihnen. Okay, sowas mag ich nicht. Gegenstände, die ich brauche, um die Geschichte abzuschließen. Nee. Ja klar, was Shit. Ist das jetzt? Wow, this looks like pure zinc. I read that an old factory is nearby. I must be seeing things. Hallo, Leiter. Das Problem ist, scheiße, die stehen genau an der Tür. Ich muss da lang, ne? Muss ich da lang? Ist da lang mein Haus? Nee, ich muss da lang. Okay, Holdrio! Finger am Po! Und so! Oh, das wird eng mit der Ausdauer. Oh, das... hier reingekommen, du Kackhund! Wolf! Was auch immer! Private Property! Au! Oh, das war... Der das war widerlich. Okay, am Vorhang neu laden. Au! Der Sound war sehr unschön. Ja. I don't feel as alone as I used to. Okay. Wish that wasn't the case. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Zählt das noch als Nacht? Da geht die Sonne auf. Gut. Toll, jetzt habe ich weniger Eier als vorher. Jetzt habe ich nur 4 statt 5. Oder habe ich eins übersehen? Naja. Kätzchen! Where'd you come from, little guy? I think I have a food bowl on the porch for you. Ja, ja. Füllen wir mal auf. Wieder von vorne an, ne? Das ist wirklich schnell eskaliert. Wo kommen denn da urplötzlich 2 Wölfe her, ey? So, die gehen wir noch schnell auffüllen. Für morgen. Im Badezimmer schon das Fenster zugemacht gehabt an dem Tag. Da ist auf jeden Fall wieder alles schick. Ich guck mal kurz. Ist das zu? Das ist zu. Türe zu. Alles zu. So. Jetzt wieder meinen Genius-Move probieren hier. Diese Stämme, die hier auf dem Boden nur schon liegen, ne? Die sind echt nervig. Kann ich... Wow, ich kann immer noch springen. Ah, der ist schon. Okay. Der ist auch schon.
der ist schon. Reicht das für die bessere Axt? Okay. I think I'm ready to venture out beyond the fence now. Let's see what's out there. Das Ausdauerding war aber nur wenn ich was trage, ne? Ziehen. Ausdauer. Erhöhe die Ausdauer um 20. Ja, nehme ich. Psst. Ist das nicht die bessere Axt? Hallo? Kaufe eine bessere Axt. Spiel. No. Ich hab die bessere Axt gekauft, oder nicht? Ich hab sie doch schon. Wieso kann ich dann nicht... Wo hatte ich denn... Cool. Axt Level 2. Okay, warum hat er das nicht automatisch gewechselt? Wenn ich es clever mache und da oben runter über das Dach gehe. Vielleicht. Wow, this is incredible. This will be perfect for cattle. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier unten noch oben. Da war noch ein Metal Sheet. Und ich sollte auf jeden Fall mit voller Ausdauer. Ich muss gucken, dass meine Ausdauer voll ist. Oh. Ach ja, das ist Metal. Wow, this looks like pure zinc. I read that an old factory is nearby. So. Da war nichts. Ist dann übrigens dieser flache Bau, die Factory? Ölkännchen, ja. Die nehme ich schon mal mit. Hier dieses da drüben. Das müsste dann ja vielleicht die Factory sein. Hier ist auch nochmal ein Metal Sheet. I must be seeing things. Die Wölfe haben nicht geladen. Aber ist mir egal, ich gehe jetzt nicht zurück. Aber die Wölfe haben nicht geladen. Egal, ich habe alles erledigt. Ich würde hier gerne mehr aufräumen. Hallo, ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Wollte gleich sagen, irgendwie verkehrt rum. Psst. Ich habe eine Axt. Ich werde sie benutzen. Blöder Koffer. Gut, es war ja auch nicht zu übersehen, dass es einmal invertiert war, kurz, und dann Kapitel abgeschlossen. Neue Shop-Gegenstände, Tag 4. Dass es kurz invertiert war und sich dann wieder richtig rumgedreht hat. Hatte kurz Internetprobleme, hoffe, ich habe nichts verpasst. Hast du das mit den Wölfen mitgekriegt? Als ich gestorben bin? Wobei, ja, das hast du. Das ist ja schnell eskaliert. Nein, dann hast du nichts verpasst. Außer, dass er die Axt nicht automatisch gewechselt hat. Aber egal. Kapitel. Um die Geschichte voranschreiten zu lassen, gehe zum Shop und kaufe einen Gegenstand, der mit Sternchen markiert ist. Hierdurch wird eine Reihe wichtiger Ereignisse und Aufgaben gestartet, die zu Enthüllungen über Garretts Vergangenheit und Zukunft führen. Durch das Abschließen von Kapiteln werden zudem im Shop neue Gegenstände freigeschaltet. Okay. I wonder if I can buy that rifle yet. Nein. Aber kann ich jetzt aufräumen? Die Sachen hier unten leuchten. Ha, aufräumen. Gibt's
optionale Aufgaben. Das sind optionale Aufgaben, okay. Hallo! Ja, hallo! Und was ist, wenn wir diese Artikel nicht kaufen? Ich finde das Leben auf der Farm gut, so wie es ist. Naja, gut, das hier ist ja auch erstmal nur die Demo. Die sollte man vielleicht schon abschließen. Und danach kann man ja dann bei der Vollversion sich mehr Zeit lassen. Ich wollte jetzt hier nicht 5 Stunden in einer Demo spielen. Die hat ja eh nur begrenzten Content. Da ist alles schick, glaube ich. Mir gefällt nicht, dass unser Zaun jetzt offen ist, weil Wölfe können jederzeit kommen, ne? Glaube ich. Wahrscheinlich. Wenn sie denn kommen. Ich habe schon wieder angefangen, von vorne die Tomaten zu pflücken. Mann! Nein, die 2. Was? Nein? Pfui. Lass mich Eier ernten. Jetzt werde ich sauer. Flüster. Alter! Ich habe nur 2 Hühner, ne? Ihr armen Viecher. Oh, ich muss ja die Poperze brennen von so viel Eiern. Himmel, was ist denn mit euch los? Ich meine, nice, aber warum? $6. 6. Neue Gegenstände wurden freigeschaltet. 100! ich möchte mehr Ausdauer, bitte. Und ich möchte schneller laufen. Und ich möchte mutig sein. Ich möchte wissen, was das Metall bringt. Oh, ist das schön, wenn man so schnell ist. Scheint gutes Gras auf der Farm zu wachsen. Viele Nährstoffe und so, ja. Auf jeden Fall. Das sind auch reine Biohaltung. Denen geht's bestens. Nee, hier mach ich mal zu. Falls die Wölfe kommen, dass die nur 1 bis 2 Ausgänge haben. So, ich hatte doch 1 runtergeworfen. Wie viel kann ich denn gleichzeitig davon tragen? Lieber nicht zu viel riskieren. Ich bin jetzt auch schneller, wenn ich was trage. Und renne. Nice. Warte, zerbricht 3 Baumstümpfe. Ich mach das einfach mal. Weil ich's kann. Aber wie nice ist das denn? 30 für so ein Metal Sheet. Braucht mehr davon. Und in der Vollversion kommt raus, du brauchst die Dinger zwingend, um dein Haus auszubauen oder so und kannst die nicht verkaufen. Das wäre traurig. Denk mal, nach Demo sind die auf jeden Fall noch zum Verkaufen gedacht. Verkaufe 12 Baumstämme. Oh, schade. Nee, dann fällt es hinter den Zaun. Da muss ich ja erst den Zaun aufstechen. Okay, so fällt es auf Dach. Ist auch nicht viel geiler. Fällt auf Dach. Wobei, die optionalen muss ich nicht komplett heute schaffen, ne? Da habe ich auch noch im Zweifel bis morgen Zeit. Muss ich dir eigentlich neues Futter in den Napf füllen, Mieze? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Hm? Ja, muss ich. Ich guck mal ganz kurz, was hier eigentlich ist.
Hot damn, this doesn't even look that old. I could totally fix this up with the right parts. Ja? In der Demo? Oder erst in der Vollversion? Ich habe übrigens auch für die Vermutung, den Baum können wir nicht... Natürlich können wir den Baum nicht fällen, der ist ja essentiell für den einen Jumpscare. Noch trauriger wäre es, wenn du sie verkaufen kannst und dann brauchst du sie, aber sie sind weg. Ja, deswegen sage ich ja, in der Vollversion kommt dann wahrscheinlich raus, du brauchst die zum Bauen. Und du verkaufst sie dann natürlich erstmal, weil du sie aus der Demo so kennst und dann so... Und dann suchst du ewig nach einem weiteren. Es wird bald wieder dunkel, ne? Ja. Dann sammeln wir mal noch ein bisschen Müll auf. Sammeln? Kann ich nicht. Das Bild sieht noch gut aus? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Oh, es wird dunkel. Das gefällt mir nicht. Ich muss ins Bett. Es wird dunkel. Noch ist alles gut. Ich muss ins Bett. Der Schrank ist diesmal artig. Eine To-Do-Liste. Das Geräusch war gerade komisch, aber okay. Okay. Gut, ich sollte also alles erst wegmachen. Das war's, was das Spiel von mir wollte. Schlafen! Ich dachte, das wären optionale und die muss ich nicht erledigen. Tag 5. Wie viele Tage ich wohl noch brauche, bis ich mir die Schrot leisten kann? Oh nein. Ah, ich kann mir die Schrot leisten. Schön. Wie viel Muni habe ich? Sehe ich das irgendwo? Stehende Fackel. Umzäunung. Viehzucht. Ich sehe nirgends, wie viel Muni ich habe. Wahrscheinlich erst, wenn ich die Knarre habe. Keine Wölfe. Das ist gut. Durch das Erwärmen dieses Gegenstands wird eine Ereignissequenz gestartet, die am Ende der Demo gipfelt. Bist du sicher, dass du fortfahren möchtest? Ja. Finally, some good news. 10. Okay. Schieß 5 Dosen auf dem Holzstapel östlich des Hauses. Ey, ich hab nicht so viel Muni. Erstmal muss ich Tomaten machen. Östlich des Hauses, also da lang. Wahrscheinlich. Da. Eier! Gib Eier! Ihr seid echt fleißig. Könntest du bitte von dem Ei runtergehen? Ich möchte dieses Ei aufsammeln. Alter, die liegt immer noch weiter. Ich möchte gerne diese Eier, danke. Und ich möchte auch gerne diese Eier. Könntest du da... Danke? Oder dieses Ei? Das wären immer mehr Eier. $5,60. Immerhin. Aber Muni kann ich nicht kaufen. Ich könnte mich nochmal schneller machen. Tragegeschwindigkeit, Traglast, Wurfkraft.
Verkaufstonne. Könnte nützlich sein, und Muni kann ich eh nicht kaufen. 5. Das ist wichtig. Das ist nur Felsen. Ich dachte gerade erst, dass da könnte ein Bär sein. Ist das da der Holzstapel? Ich will ja nichts sagen, aber ich bin ausnehmend schlecht in sowas. Ausnehmend schlecht. Ich möchte nicht sagen, dass ich vielleicht gelogen habe, aber eigentlich... You've got to be kidding me. Wie, ich kann die... Ich kann die nicht mitnehmen und verkaufen. So, nachladen. Als Aufschieber würde man das Spiel wohl nicht überleben. Wahrscheinlich. Oh, Muni! Oh! Mann! So, liegt hier noch mehr Moon? Noch mehr Moon? Habe ich meine Voodoo erledigt? Habe ich. Mhm. Gut. Ich habe 29 Schuss. 7 passen in die Waffe. Ja. Warte, hinten ist auf. Habe ich die Tomaten gegossen? Doch, ich glaube schon. Die Eier habe ich aufgesammelt. Ich würde gern zum Feuerturm gucken, aber der ist weit. Und der Tag ist schon halb rum. Also, ich habe mein To-Do erledigt, ich lege mich schlafen. Ich will es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, weil es nur eine Demo ist. Ich frage mich, ob wir in der Demo noch in den Keller kommen. Das kranke Paar. Okay. Okay, I got you, bud. I got you. It's okay. And you said they'd provide the witness, right? Yeah, they said it's not ideal, but we can just grab someone from the tax office. Okay, great. Oh, I can't believe we're doing this. Oh, I think he's waking up. Oh, shh. It's okay, Garrett. You keep resting, sweetie. We got a ways to go. Gut, dann schlafe ich noch. Okay, we're here. You scoop him up. He'll wake up on the way. Okay, I got you, bud. I got you. It's okay. I'm sorry I was gone for so long, bud. I won't leave you again. Ist da ein bisschen Schlafsand ins Auge gefallen. Dad, when are you getting here? Did you get my letter? wir warten. I'm just so tired. I have so many years left. What am I gonna do? Maybe coming out here wasn't a good idea after all. But I can't go back. I'd rather die than go back. Oh, sag sowas nicht. Das sind die Hühner. Oh, ich dachte gerade schon, ne? Hä? Wer ist das? Das ist die Frau, die beim Reh aufstand, ne? Ist das die Frau, mit der wir über die eine Brücke gegangen sind? Und warum... Hier. Echt schönes Lied. Ich hoffe, ich krieg nur keine Probleme mit Twitch. Aber man konnte ein Häkchen setzen, dass gecopyrightete Musik entfernt wird. Warum verschwinden die alle? Ey, psst, nicht verschwinden!
Nein! Okay, ich gehe jetzt nochmal zum Feuerturm. Vielleicht schaffe ich das. Es fühlt sich so nach Spielende an. Ich glaube, es ist irgendwas sehr Trauriges wahrscheinlich passiert. Neuer Ort entdeckt. Gut, ich habe also dann wahrscheinlich nicht alles erkundet, wenn ich länger spielen müsste. Ups, nein! Sehr sicher, dieser Post. Puh. Oder es ist noch nicht das Spiel. Come on, fat ass, you can do this. Das wirkt so. Vielleicht ist doch noch nicht Ende. Wir haben unseren Quadranten jetzt aufgedeckt. Erreiche einfach das Ende des Tages. Okay. Gewundert, wenn das auch wieder Wölfe triggert, da ist sie auch gemacht. Immer wenn wir näher rankommen, dreht sie sich weg und geht. Das ist... ja, einfach das Ende des Tages erreicht. Das ist definitiv auch meine To-Do-Liste sonst. Irgendwas muss im Gras sein. Das klingt falsch, diese Aussage. Aber ja, irgendwas muss wohl im Gras sein. Da steht sie auch. Und sie dreht sich um und geht. Wir kommen nicht dazu, ihr Gesicht zu sehen. Was ist damit? Da ist alles schick. Achso. Ist ja noch nicht Ende des Tages. Aber wird es so langsam. Ich find's cool, wenn man hier aus dem Fenster gucken kann. Ich will doch nur schlafen. Bei so schönem Regen schläft sich am besten ein. Das muss doch schon das Ende des Tages sein mittlerweile. Hallo? Kann ich die Zeit hier einfach absitzen irgendwie? Und auf den Stuhl sitzen? Ich kann ja auch mal in den Stuhl schießen! Mann! Wird es denn noch dunkler? Hier sieht es nicht so aus. Hier hingegen schon. Oder auch nicht. Ich sollte das sein lassen. Ach, komm schon. Was heißt denn hier, die To-Do-Liste ist nicht abgearbeitet? Es ist dunkel. Der Tag ist vorbei. Kann ich auch Lichtschalter benutzen? Wer rechnet denn bei so einer Bruchbude damit, dass man hier Strom hat, hä? Ich sollte die Waffe wegstecken, aber dann kommen Wölfe. Ich kenne mein Glück. Mizi, komm ran. Ich hab mich noch gar nicht gefüttert heute. Dich will ich aber nicht aus Versehen schießen. Ich habe hier einfach Hass auf alles. I swear I hear something scratching around up there. Nein.
Nein, nein, nein. Nope. Wie triggere ich denn jetzt das Ende des Tages? Ist das Spiel wahrscheinlich doch noch nicht vorbei. Aber ich will jetzt nicht raus. Es hieß, erreiche das Ende des Tages. Geht auch immer noch nicht auf, Gott sei Dank. Wieso ist eigentlich da eine Dachbodenluke? Nein. Was war das? Wird's dunkler? Hab ich hier oben eigentlich auch? Ich habe die beiden Funzeln, aber sonst. Also, kann ich die anmachen? Ja. Ah, ja, da habe ich auch noch Lampen. Aber wirklich viel bringen die nicht. Kann ich die anmachen? Well, TV would have been nice. With a whole being alone for everything. Ist es jetzt langsam... Also es wird immer dunkler. So viel steht schon mal fest. Ich bin bereit. Wenn was hochgerannt kommt, hat es eine Kugel im Bein. Ah. Mir geht's nicht gut. Ich will dir nicht verloren. Mein Bett! Die hat mein Bett geklaut! Das Spiel ist bestimmt schon vorbei, weil so ein trauriges Lied läuft. Die Waffe funktioniert, ja. Das What stimmt. do you want with me? Can I just live here in peace? Is that too much to ask? Ja, offensichtlich. Sie will, dass ich in pieces hier lebe. Nein, das Bild hat sich schon wieder geändert. Mann, ich will nicht. Was? Ich will's gar nicht wissen. Follow me. Wohin? Nach vorne, nach hinten. Ich weiß nicht mal, wo ich raus soll. Ich will gar nicht zu oft an diesem ekligen Bild vorbeilaufen. Soll ich auf den Dachboden schießen? Oder an den Keller? Okay, da kann ich nichts machen. Mieze? Mieze! Du futterst ja. Ah! Ich lass die Tür dann mal offen, wa? Wo ist sie hin? Nicht einfach abhauen, Mädchen! Wo bist du? Nein! Wo bist du? Wo muss ich lang? Toll! Richtig toll. Wie war das mit nachts alleine in den dunklen Wald? Soll ich zum Feuerturm? Wo soll ich hin? Ich gehe jetzt erstmal einfach zum Feuerturm. Ich habe keinen Schimmer, wo ich hin soll. Mr. Stark, ich fühle mich nicht so gut, aber wo soll ich lang? Ich weiß nicht wieso, aber hier fühle ich mich ein bisschen safer. Da ist sowieso Zaun. Und da komme ich nicht weit. Follow me sagen und dann einfach im Wald verschwinden. Das ist richtig nett. Ich gehe mal zum Zaun. Vielleicht ist da ja irgendwas. Wie bei Slenderman, ja. Ich will keine 8 Zettel, die hier rumhängen, bitte. Hier ist Zaun. Wunderschöner, merkwürdiger Zaun. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich gehe zurück.
Vielleicht kann ich mich ja jetzt schlafen legen, nachdem ich den Zaun nochmal zerlegt habe. Sammeln wir noch kurz ein bisschen Ausdauer. Und weiter geht's. Da ist das Loch im Zaun. Nee, wo ist das Loch im Zaun? Da ist das Loch im Zaun. Schön beim Licht. Hallo Katze. Das Bild sagt, ich fühle mich nicht so gut, Mr. Stark. Mein Bett ist immer noch weg. Ist das ein Hinweis? Soll ich an den Zaun, weil da irgendwo eine Hütte steht? Also gut. Wir gehen also bis zum Zaun. Und dann auf der rechten Seite lang. Weil da also wahrscheinlich irgendwo eine Hütte stehen soll. Moment. Immer diese verstorbenen Frauen, die in Rätseln sprechen. Genau diese mangelnde Kommunikation hat uns erst in diese Bredouille gebracht. Oh ja. Oh ja. Von nun. Aber wohin? Wo bist du? Schnutzipu. Ich weiß ja nicht, ob ich blind bin, aber ich sehe hier keine Hütte am Zaun. Und die Hütte müsste doch eigentlich, wenn dann rechts vom Zaun stehen. Ich mag hier nicht ewig durch den dunklen Wald rennen. Danke. Stromleitung? Oder Telefon? Du bist doch mal in die Richtung. Im schlimmsten Fall renne ich hier halt 10 Mal hin und her. Sieht übrigens nur für mich mein Unterarm merkwürdig aus. Das ist natürlich gerade nicht zu sehen, wenn ich renne. Mal kurz ein Stück hier lang, wenn ich so den Hügel runter gucke. Da was kommt, aber da kommt auf lange Sicht nichts. Okay, ich glaube, ich muss den Zaun da nochmal kaputt machen, eventuell. Wieso klang mein Rennen gerade, als würde ich über Holzplanken gehen? Wo kommt denn hier das Stück Zaun? Gehört das mit zu meinem Grundstück? Also zu meinem Zaunzaun? Nee, es ist ein extra Zaun. Nee, ist es nicht. Warte. Hier ist ein Weg. Follow me. Aber ich sag dir nicht, wo der Weg ist. Die Hütte steht gar nicht direkt am Zaun. Also diese Narbe, Wunde am Arm. Genau, das sieht aus wie eine Narbe. Vielleicht schottest du nicht die Außenwelt mit dem Zaun ab, ja. Ah, Metal Sheet. Eine seltsame Notiz. Schau, weiche zurück, aber schau nicht zu lang. Was? I need to get back inside.
Oh mein Gott. Ja, aber schau nicht zu lang. Wo muss ich hin? Warte. Nein. Erstmal muss ich wieder auf den Weg. Oh mein Gott, ist das unangenehm. Da stehen sie. Hi Mieze, willst du mit rein? Ja, toll, ich bin in Gefahr, ich weiß. What? I'm so sorry. Oh Mann. Oh. Danke fürs Spielen. Oh, gut, der letzte hat mich erwischt. Der letzte hat mich richtig erwischt, dieses Riesengesicht. Die Vollversion beinhaltet neue Werkzeuge, Feldfrüchte, Fahrzeuge und gefährliche Feinde. Oh no. Eine Quadratmeile Land. Wie viel ist eine Quadratmeile? Zum Erkunden mit Liebe gestaltet. Eine emotionale, über 4 Stunden lange Geschichte mit einem unvergesslichen Ende. Boni wie der Endlosmodus, Entwicklerkommentare und mehr. Ja, ich hab's schon auf meiner Wunschliste.